Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ich habe für euch heute ein weiteres neues Format, das richtet sich primär an Anfänger und vielleicht Semi-Fortgeschrittene. Teilt es also gerne mit vielleicht Freunden, Bekannten, die erst jüngst angefangen haben mit World of Tanks, teilt es mit Clan-Kameraden, wenn ihr der Meinung seid, das hier kann vielleicht demjenigen einen Mehrwert bieten. Ich habe ja schon den großen Anfänger-Guide gemacht, das findet ihr hier oben, das waren auch die Anfänge von dem Bosskeiler-Account. Da sind wir primär, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, in der Forschung bei dem amerikanischen Forschungsbaum bis zum T29 geklettert, weil nach wie vor M6 und T29 halte ich für sehr, sehr gute Einstiegspanzer im mittleren Tiersegment. Bei dem russischen Forschungsbaum sind wir die Medium-Reihe gegangen, über den T34-85, dann T43, T44, Objekt 430 und dann haben wir hier auch noch den T54 und das Objekt 140 gespielt. Also wir haben hier eine ganze Menge auch bei den russischen Mediums getan. Auch hier vor allem primär den 6er, 7er und 8er uns angeguckt. Wer das also nochmal nachverfolgen will, nachspielen möchte, der kann dann auch ganz gerne den großen Anfänger-Guide sich anschauen. Da geht es auch dann um die allerersten Schritte, Account-Einrichtungen etc. Hier soll es jetzt diesmal um was anderes gehen. Ich möchte mit euch eine ganze Reihe durchgrinden und zwar kompletter Stockgrind. Wir werden die Crews mitnehmen. Ich werde mir jetzt gleich eine schlechte Crew holen, beziehungsweise das, was ich mir leisten kann. Ihr seht, ich habe hier kein Premium, kein WOT Plus, auch kaum Gold zur Verfügung. Wir werden den Großteil Stock machen. Wir werden die Crew dann aber immer von dem einen auf den nächsten Panzer mitnehmen. Und die Rede ist von dem britischen Forschungsbaum, weil gerade hier einfach der Conqueror auf Stufe 9, der Super Conqueror auf Stufe 10, jetzt auch im Ansturmmodus, das ist auf jeden Fall ein absolut meta-relevanter Heavy, den man in der Garage haben sollte, wenn man Interesse hat am High-Tier-Fahren. Es geht aber hier schon los, auch mit dem Carnarvon, den ich nach wie vor für einen der stärksten 8er Heavys halte. Ich weiß, ich habe da viel Widerspruch in der Vergangenheit bekommen, aber auch hier möchte ich euch gerne in diesem Format demonstrieren, was ihr tun müsst, um den Carnarvon so einzusetzen, dass er dann auch wirklich seine ganze Stärke entfalten wird. Und wir werden natürlich durch die allseits beliebte Churchill 1, Churchill 7 und die Black Prince Reihe durchgehen und uns auch da anschauen, wie kann man diesen Grind so angenehm wie möglich gestalten. Und vor allem werden wir vor allem in diesem Tierbereich genug freie Erfahrungen gesammelt haben, dass wir vielleicht dann den Conqueror nicht mehr komplett Stock fahren müssen, sondern eventuell schon sowas wie den großen Turm, die große Kanone mit erforschen. Im Moment stehen wir bei knapp 29.000 freie Erfahrung, aber wir werden uns auch Zeit lassen, das sage ich auch dazu, also es wird hier kein Durchgehassel sein und auch euch würde ich als Anfängern, / Semi-Fortgeschritten, aber auch den Fortgeschrittenen empfehlen, euch mehr Zeit auf den unterschiedlichen Stufen zu lassen, auch wenn euch ein Panzer vielleicht nicht so schmeckt, ihr werdet davon im weiteren Verlauf definitiv profitieren und sei es nur durch die Anhäufung von freie Erfahrung und Erfahrung auf der Crew, plus natürlich, man wird nicht dümmer, wenn man die Maps immer wieder spielt, weil auch da kann man dann im späteren Verlauf im High-Tier-Gameplay von profitieren. Und glaubt es mir, im High-Tier-Bereich gibt es genug Haifische, die euch dankenswerterweise in ihre Arme schließen, wenn ihr dann als völliger Noob, der einfach nur durchgerusht ist, dann ankommt und denkt, jetzt haut ihr mal allen auf die Fresse und ihr sitzt dann in eurem 10er Heavy und kriegt selbst noch von den Achtern massiv ins Gesicht, weil ihr einfach von Tuten und Blasen keine Ahnung habt. Und damit das nicht passiert, möchte ich quasi mit euch jetzt versuchen, jeden Donnerstag eine Stunde. Wie gesagt, da bin ich auch so ein bisschen auf euer Zutun angewiesen und je nachdem auch, wie viel Beliebtheit sich dann dieser Guide erfreut. Wenn die Einschaltquoten bzw. die Aufrufszahlen deutlich höher sind, also über 30.000, dann werde ich auch vielleicht zweimal die Woche ein Video machen. Wenn wir jetzt unter den 30.000 Aufrufen bleiben, dann bleibe ich bei einer Stunde pro Woche. Das werde ich aber auf jeden Fall auch durchziehen, sodass ihr spätestens zu Weihnachten mit dieser Reihe dann, denke ich, erfolgreich sein solltet. Das ist jetzt ein ewig langer Zeitraum. Ich weiß, ihr könnt in der Zwischenzeit aber gerne den großen Anfänger-Guide auch noch parallel spielen. Also hin zum T29, hin zum T34-85, hin zum T44. Einer, wie ich finde, nach wie vor stärksten 8er Mediums. Also das bleibt euch freigestellt, wenn ihr sagt, das reicht euch nicht. Ihr wollt mehr parallel grinden und gamen, dann tut das gerne, aber vielleicht können wir uns ja zusammen dieses eine Ziel hin zum Super Conqueror nehmen, dass wir das gemeinsam machen und ihr versucht so einen Großteil von dem, was ich hier mache,
auch mitzunehmen und umzusetzen. Wer vielleicht nochmal meine Spieleinstellungen sich anschauen will, der findet auch das auf meinem Kanal. Ich habe erst jüngst 2022 meine Spieleinstellungen nochmal komplett aktualisiert in einem Video. Einfach mal Spieleinstellungen WOT Mausakrobat in die Suchfunktion oder wenn ihr könnt, hier oben auf das i drücken, da findet ihr das. Und dann würde ich sagen, verschwenden wir gar nicht lange Zeit und gehen einfach mal rein in die Forschung. Ihr seht das hier, der Matilda, das ist der erste, den ich mir hier in der Reihe kaufen kann und den würde ich jetzt auch definitiv so, wie er ist, erstmal kaufen. Und dann können wir uns aussuchen, 50% Crew ist für umsonst, das ist aber echt zu anstrengend. 100%, dafür müsstet ihr Gold hinlegen. Wir nehmen jetzt hier die 75% Crew, legen dafür nochmal 220.000 Credits auf den Tisch und dann kaufen wir das gute Stück. So, jetzt lassen wir uns das in der Garage anzeigen. So sieht das aus. Jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie Ausrüstung finden und da bitte nicht irgendwie am falschen Ende sparen. Wenn ihr euch das noch nicht leisten könnt, irgendwie Ausrüstung zu verbauen, dann würde ich euch dringend empfehlen, nochmal ein bisschen vielleicht Credit zu grinden, noch ein paar andere Panzer zu fahren oder vielleicht auch sogar einen zu verkaufen. Und dann gehen wir hier auf Ausrüstung. Jetzt müssen wir natürlich schauen, ob wir das vom Gewicht her verbauen können. Allzu viel Ausstattungsoptionen gibt es hier eigentlich auch nicht. Bei der Matilda können wir tatsächlich, wenn wir jetzt hier, ich habe zum Beispiel noch eine entspiegelte Optik, die würde ich jetzt hier einbauen. Dann baue ich hier noch einen Waffenrichterantrieb ein und dann könnte man sich entscheiden, Turbo, wobei das Ding ist sowieso so arschlangsam, dass ich nicht weiß, ob sich das wirklich lohnt. Zusätzliche Strukturpunkte, das wäre natürlich auch nice und ihr habt 50% Robustheit des Fahrzeuges. Das wiederum bedeutet, dass ihr schwerer nur getrackt werdet und das ist natürlich gerade im Low-Tier-Bereich ganz gut, wenn man da seine Mobilität behält. Also es stehen einem auch im High-Tier-Bereich immer viele Optionen offen. Ihr müsst da so ein bisschen euren eigenen Weg finden. Dadurch, dass das hier die Ausrüstung jetzt hier noch sehr günstig ist, gehe ich jetzt einfach mal für die Härtung und wir werden so in das Gefecht ziehen. Dann hauen wir jetzt hier ein kleines Medkit rein, kleines Rap-Kit und ihr kennt meine Einstellung, automatischer Feuerlöscher auch schon im Low-Tier-Bereich. Warum? Weil ihr durchgängig minus 10% Brandwahrscheinlichkeit habt und ihr habt, wie gesagt, den charmanten Luxus, dass wenn ihr angezündet werdet, der Feuerlöscher, das Feuerlöschsystem sofort greift. Das kostet zwar 20.000 Credits, wenn ihr dann nicht schon irgendwie ein paar angesammelt habt. Ihr seht, ich habe mittlerweile schon 68 auf Lager, aber die 20.000 werden auch nur dann fällig, wenn ihr wirklich angezündet werdet, also wenn euch das System auch das Leben rettet. Wenn ihr nicht angezündet werdet, dann wird der Feuerlöscher mit aus der Runde rausgenommen und ihr könnt ihn in der nächsten Runde verwenden. Also, das jetzt erstmal so von der Ausrüstung her. Ihr seht jetzt hier bei der Crew, da sind wir definitiv noch ganz weit weg von brauchbar. Da müssen wir uns jetzt erstmal auf die 100% arbeiten. Das ist für heute das Tagesziel. Wer Credits hat oder wer Crewbücher hat, der kann hier unten hingehen und ihr seht jetzt hier, ich könnte jetzt quasi hier mit der Ausbildungsbroschüre mir quasi auch schon eine 100% Crew zusammenstellen. Ihr seht, ich habe hier sogar ein 250.000er Buch. Das funktioniert aber erst ab 100%. Auch diese funktionieren erst ab 100%. Das heißt, wir können diese Bücher erst dann nutzen, wenn wir die Crew auf 100% haben. Ja? Diese Crewbücher, die, wie gesagt, die funktionieren erst, wenn ihr die Crew auf 100% gebracht habt. Das müsst ihr also erstmal machen und dann könnt ihr eure Crewbücher auch nutzen, wie ihr wollt. Wenn ihr Credits über habt und ihr habt die Crew bereits auf 100% gebracht, dann könnt ihr auch Crewbücher kaufen. Die sind nicht ganz günstig. 2 Millionen Credits kostet ein so ein Crewbuch, bringt für jedes Besatzungsmitglied 250.000 Erfahrung. Aber das lohnt sich definitiv, weil alles ist besser als mit einer beschissenen Crew durch die Gegend zu fahren. Das sage ich euch mit jetzt mittlerweile 10 Jahre World of Tanks Erfahrung. Lieber die Credits in die Crew investieren, anstatt in irgendwas anderes, weil sobald ihr eine brauchbare Crew habt, fühlt ihr euch auch viel, viel wohler in eurer Umgebung. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz hier bei der Munition, das ist natürlich jetzt auch die Stockkanone, da machen wir uns keinen harten. Ja, wir können eigentlich so bleiben, Premium-Munition, wobei ein bisschen Premium-Munition ist immer nicht verkehrt zu haben. Machen wir hier 20 Schuss, muss reichen. Und jetzt gucken wir natürlich noch mal nach Äußerem. Das Ganze können wir überspringen. Wir können mal gucken, ob wir hier noch irgendwo Tarnung haben. Haben wir dann
Also mittlerweile gibt es ja auch, ja, wenn ihr Twitch zum Beispiel schaut, könnt ihr regelmäßig Tarnungen und 3D-Stile euch für die Drops holen. Aber ansonsten gibt es auch regelmäßig irgendwie Aktionen, wo ihr Tarnungen und die Dekore einfach für lau kriegt. Ob die jetzt immer dem persönlichen Geschmack entsprechen, das bleibt mal dahingestellt. Aber es ist immerhin besser als gar nichts. Es gibt nochmal plus 2%, plus 3% zur Tarnung. Und zusätzlich sieht es halt einfach besser aus, als wenn ihr hier komplett mit einem blanken Panzer durch die Gegend fahrt. Wenn sich jetzt jemand wundert, warum die Zahlen hier rot sind, die den Anfängerguide schon geguckt haben, die wissen warum, weil die Crew halt noch keine 100% hat und deswegen werden die Zahlen hier in rot aufgeführt. Sobald die Crew dann 100% hat, sind die Zahlen wie die anderen hier auch in weiß hinterlegt. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch schon starten. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall auch nochmal Booster zünden. Die ich habe, werde ich dann auch nutzen. Und da nutzen wir einmal den und dann nutzen wir einmal den. Und dann kann es direkt auch schon losgehen. Ein, zwei Sachen noch zum Thema Stockgrind. Ja, ihr braucht euch dann nicht am Anfang der Illusion hingeben, dass ihr jetzt der große Carrier seid der jeweiligen Runden, dass ihr jetzt den Unterschied macht mit einer bescheuerten oder schlechten Crew mit 75%. Das ist so, als wenn die komplette Crew sämtliche Male durch die Fahrschule durchgerasselt ist und eigentlich nichts kann. Ja, das mal vorweg. Und dann natürlich auch euer Panzer. Der ist vom Gefechtswert her natürlich als niedrig oder sehr niedrig einzustufen. Und deswegen versucht da am Anfang nicht auf eure Stats zu achten, nicht auf eure Siegrate zu achten. Natürlich ist es schön, wenn ihr es irgendwie schafft, eure HP an Schaden in der Runde zu machen, dass ihr dem Team nicht allzu sehr zur Last fallt. Aber das ist halt nun mal auch ein Stück weit gewollt von Wargaming, dass ihr euch hier durchquält oder irgendwann frustriert ein bisschen Geld in die Hand nehmt, damit ihr schneller vorankommt. Wer das sich leisten kann und will, der kann das natürlich tun. Es ist in World of Tanks ja kein Geheimnis, dass das Spiel auf jeden Fall Pay-to-Progress ist. Also wer schneller vorankommen will, der holt sich einen Premium-Account und eventuell sogar auch noch Gold und Credits in Form von einem Fort Knox oder kauft sich diverse Premium-Panzer, mit denen er gleich voll ausgebaut auf Tier 8 unterwegs sein kann. Aber wir wollen das Ganze quasi auch von der Pike auf lernen und glaub mir, gerade am Anfang, man sollte zumindest mal so 3-4 Stockgrinds gemacht haben, weil man da dann erstens auch so ein bisschen einschätzen kann, wo vielleicht andere Spieler tendenziell stehen und natürlich auch, was letztendlich unterm Strich die Karten ausmacht, was das, wo auch die Unterschiede in den jeweiligen Stufen liegen. So, wir werden jetzt hier nochmal ganz kurz checken. Wir haben hier 78 Durchschlagskraft. Das reicht für einige dieser Panzer, aber längst nicht für alle. Dann haben wir noch 20 mal 121 mm Durchschlag dabei. Und wir werden jetzt hier uns so ein bisschen auf der Karte ist es hier immer so, hier hinten stehen die Sniper. Wir sind recht langsam und unmobil. Das heißt, ich würde eher mit der Matilda auf Heavy-Gameplay tendieren. Es geht jetzt natürlich auch immer so ein bisschen darum zu gucken, wohin verteilen sich die Spieler, wo geht's lang. Wir haben hinter uns Excelsior, Matilda, jawohl. Ich werde diese Reihe jetzt hier auch, weil ich das Ganze sowieso offstream aufnehme, auch ohne Anonymizer fahren. Also wenn ihr mich, meistens zeichne ich das Ganze gegen Mittag oder so auf, also wenn ihr mich mal in der Runde seht, dann können wir uns auch nett Hallo sagen. Also hier mit dem Bosskeiler-Account bin ich, während ich offstream aufnehme, dann auch nicht anonymisiert unterwegs. So, die Verteilung ist eigentlich relativ 50-50. Ah, wir haben hier einen Excelsior dabei, wir haben die andere Matilda noch dabei. Ihr seht ja auch, wie langsam wir hier in der Matilda sind. Hinter uns M10, hier vorne ein Wolverine. Also wir sind eigentlich ganz gut hier aufgestellt. Und können jetzt erstmal gucken. Wir sind auch schon gespottet worden. Ich denke mal, das wird ein schneller Stuart gewesen sein oder vielleicht sogar ein Leopard. Es ist als Stock-Lot hier eigentlich auch immer so, dass ihr gucken solltet, dass ihr euch vornehmen erstmal zurückhaltet. Ja. Erstmal so ein bisschen Informationen sammeln. Da ist jetzt auch ein Churchill. Hier ist jetzt der Leopard aufgetaucht. Wir haben in der Matilda eine recht brauchbare Panzerung. Ja, aber der Leopard hat natürlich auch einen starken Durchschlag. So, aber wir haben schon mal 53 respektablen Schaden. Je mehr Schaden ihr macht, je mehr Basiserfahrung ihr sammelt, umso schneller geht es natürlich auch mit dem Grind voran.
Wichtig ist aber, dass ihr euch nicht in selber exponierte Stellung bringt, dass ihr selber, ja, ein Stück weit müsst ihr schon aufs Team vertrauen, ja? Anders geht das gar nicht. Und ihr seht da auch, ne, das Gunhandling, alles leidet so ein bisschen noch darunter. Unter der schlechten Crew. Da hinten ist jetzt noch ein Ram aufgetaucht, der schießt auch schon fair auf uns, weil wir gespottet waren. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt durchschlagen kann. 0-4, also ihr seht ja, das sieht schon nicht so stark aus. Wir können jetzt mal hier die 2 drücken, dann sollten wir ihn eigentlich durchschlagen können. Und noch ein Schuss blind hinterher. Ja. So, dann laden wir mal wieder die Standardmunition. Also es sieht nicht so gut aus. Wobei unser Excelsior noch Full AP ist. Wir dürfen jetzt hier nur nicht zu lange stehen bleiben, weil sonst kann der Ram uns da weiter beschießen, gerade wenn wir vielleicht von links gespottet werden. HP-technisch ist es noch machbar, definitiv. Jetzt haben wir mal hier den ersten Anschlusstreffer gesetzt. Und ihr seht es ja auch, ich bin jetzt hier niemand, der jetzt groß aggressiv nach vorne fährt. Wir können jetzt vielleicht sogar mal schauen, dass wir uns nach hinten orientieren, weil die Gegner zeigen hier auch keine großen Anzeichen. Ja, mit so einem langsamen Koffer wie der Matilda müsst ihr auch immer darauf achten, dass ihr rechtzeitig euch in Position bringt. Einfach, weil ihr extrem langsam seid, wie ihr hier mitkriegt. Das wird sich aber auch in der Reihe bis zum Carnarvon erstmal nicht ändern. Ja, das ist halt eine sehr träge Reihe. Das heißt, man muss schon relativ vorausschauend fahren. Man muss gucken, dass man irgendwie sich immer in Position bringt, wo man auch helfen kann, wo man mitarbeiten kann und wo man selber jetzt nicht Gefahr läuft, gerommelt zu werden. 2-7, also wir verlieren da drüben jetzt die ganze Flanke. Das ist eher unschön. Vielleicht können wir hier gleich noch auf den M8 schießen. Jawohl. Da war schon mal nicht schlecht. Jetzt können wir hier vielleicht... Naja, auf den Stuart kommen wir nicht ran. T28, das wäre vielleicht noch was. Da hinten kommt gleich der nächste. Also der Marder wird da jetzt fair weggerommelt. Das Problem ist halt auch, dass wir gar keine Sichtweite eigentlich haben, ne? Und ihr müsst dann halt auch immer gucken, dass ihr recht vorhaltet. Hier unten kommt jetzt ein Light. Ihr wollt, der blaue Kreis hier ist wichtig, ihr wollt nicht im Proxy-Spot stehen. Der Steward wird jetzt wahrscheinlich hier gleich von hinten an uns ranfahren. Die Runde ist durch. Es geht jetzt letztendlich nur noch darum, so viel wie möglich rauszuholen. Noch ein paar Schuss Schaden zu machen für die Erfahrung. Da ist der Steward. Hätte eigentlich gedacht, dass er fährt ganz hinten rum. Auch spannend. Jetzt ist natürlich die Frage, was kommt zuerst? Kommt zuerst die Gegner von hinten? Die Gegner stehen auch schon im Cap. Fahren jetzt durch den Cap durch. Also wir müssen schon die Unterwanne treffen, damit wir den überhaupt pennen können. Ihr seht hier gerade mein Dilemma. Da ist der Leopard. Ist natürlich sehr dankbar. So, wir warten jetzt einfach darauf, dass er vielleicht nochmal kommt. Oder dass jetzt hier von der Seite oder dass wir weggekappt werden. Dann überleben wir die Runde wenigstens. Irgendwie will mich hier auch keiner holen scheinbar. Oh, haben wir sogar noch einen Kill mitgenommen. Also, die Runde lief natürlich alles andere als gut. Aber dadurch, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Schaden machen konnten, dass wir jetzt sogar noch einen Kill bekommen haben, danke an den Leopard dafür, haben wir doch ein bisschen Erfahrung gemacht. Und das ist letztendlich vielleicht auch so ein bisschen was, was euch auch für den späteren Verlauf dann helfen wird. Ihr lernt halt, das klingt jetzt doof, aber man lernt schon Demut vor der Aufgabe, ja. Einfach immer versuchen, das bestmögliche Ergebnis rauszuholen.
Und jetzt hier 176 Erfahrungen gemacht. Insgesamt sind das 264. Das ist nicht wirklich pralle, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und wie gesagt, am Anfang guckt nicht auf eure Siegrate, zumindest nicht auf Tier 4 und Tier 5. Da geht es letztendlich erstmal darum. Beziehungsweise ihr könnt dann anfangen, darauf zu achten, wenn ihr ein Stück weit euren Panzer ausgebaut habt und schon eine halbwegs vernünftige Crew habt. Dann ist euer Gefechtswert natürlich auch deutlich höher. Jetzt haben wir hier eine gänzlich andere Situation. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 TDs, 2 Artis, ein Light. Also da fragt man sich wieder, wer soll das Spiel machen? Ich denke, ich werde trotzdem jetzt in die Mitte fahren. Wobei, ich bin zu langsam für die Insel. In der Mitte werden wir wahrscheinlich Probleme mit der Arti bekommen. Aber letztendlich sollte man schon, ja, jetzt in so einer Top-Tier-Situation gucken, dass man ein bisschen sich auch verhält wie einen Heavy. Auch wenn ihr auf dem Papier ein Medium seid, die Matilda ist schon eher ein Heavy. Also von der ganzen, von der Panzerung her, von der Mobilität her kann man schon sagen, es ist halt eher ein Heavy. Und wir werden jetzt einfach schauen, dass wir hier vorne was machen können. Panzer 3J und der Lux haben den Hügel für unser Team geholt. Jetzt geht es halt darum, den Hügel auch irgendwie zu halten. Sich da nicht blöd wegholen zu lassen. Sturmgeschütz 3B geht auch gleich stark nach vorne. Ja, das ist eine interessante Situation hier. Wie gesagt, Birch Gun und die Su 5, das ist natürlich echt ein Problem. Die Frage ist, was ist die Alternative? Irgendwie lange irgendwo rumgammeln ist jetzt in meinen Augen nicht die Alternative. Ah, die machen das gut. Hier Panzer 3J, Lux, die machen das gut. Da will ich mich gerne anschließen. Vielleicht jetzt hier den Panzer 3J in der Seite überraschen. Oh, hier. Kommandantenlukentreffer, nein. Und wir können jetzt mal gucken, dass wir hier vielleicht aufschließen, so dass wir der Arti den Schuss so schwer wie möglich machen, ja. Je dichter ihr hinter einem Felsen steht, umso besser ist das für euch. Ist natürlich jetzt auch mit einem gewissen Risiko verbunden, weil da hinten, ihr seht's, Valentine sehe ich gar nicht. Also, ich denke, dass der ganze Hügel da voll steht mit TDs. Aber wenn jetzt hier der Panzer 2J nochmal nach vorne fährt, also der Lux muss jetzt aufpassen, dass er hier nicht weggeknallt wird. Genau, das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Dass wir jetzt hier leichtfertig den Hügel abgeben. Wir dürfen jetzt halt aber auch nicht zulassen. Ja, wie gesagt, das ist natürlich auf dieser Stufe. Lässt sich nicht vermeiden. Bleib jetzt hier trotzdem stehen, falls der Panzer 3J jetzt hier nochmal anrückt, dass wir hier was machen können. Solange wir die Insel unter Kontrolle haben, und das sieht ja derzeit durchaus so aus, können wir uns hier auch Zeit lassen. Was ihr nicht machen dürft, ist jetzt hier blindlings, ihr steht jetzt im Proxy-Spot, das muss euch klar sein, also ihr seid durchgehend offen. Die Arti kann euch hier erstmal nur schwer treffen, aber wenn ihr jetzt hier nach rechts rausfahren würdet, dann da hinten der ganze Hügel steht sicher voll mit TDs. Das heißt, wir warten jetzt hier erstmal ab. Vielleicht können wir einen Schuss auf den Durchbruchswagen erhaschen. Auch ein schöner Schuss vom SAV. Also vielleicht der Moment der Unachtsamkeit hier jetzt. Jawohl. Angezündet. So. Und jetzt fahren wir so weit zurück. Eine Arti hat geschossen. Darauf auch immer achten. Jetzt können wir selber gucken, dass wir auf den Hügel fahren. Jetzt ist nämlich unser... Jetzt sind wir eigentlich wieder zu. Natürlich stehen die Kollegen da auch gerne mit Scherenrohr und Tarnnetz. Wenn jetzt aber unsere TDs da nach vorne fahren, im Zweifel machen die sogar was auf. Ich weiß gar nicht, ob ich dann hier nicht stehen bleiben will oder ob ich jetzt den ganzen Weg nach vorne fahre. Okay.
Also sinnloses dagegen anrennen macht natürlich auch keinen Sinn. Auch dran denken, dass ihr keinen Tarnwert habt, ne? Und die TDs gerne mit Scherenrohr, Tarnnetz da stehen. Also das, was jetzt hier unser Team macht, ist gerade... Ah, jetzt ist wenigstens mal hinten was aufgegangen. Das heißt, wir bringen uns jetzt hier in Schussposition. Ah, stehen sie alle, die Gangster. Valentine ist unglaublich schwer zu... Kollege. So. Da oben am Schild müsst ihr ihn treffen. Sehr gut. Der ist tot. Jetzt können wir auf den schießen. Wichtig ist auch immer, bleibt so weit hinter dem Busch stehen, dann lauft ihr auch nie Gefahr, gespottet zu werden. Immer so ein bisschen auch mit dem, wenn ihr keine Ahnung habt, so ein bisschen mit dem Durchschlagsindikator arbeiten. Ja. Jetzt haben wir schon den zweiten Kill gemacht. Und es sieht ganz gut aus, dass unser Team das hier definitiv gewinnt. Nicht zuletzt auch, denke ich, weil wir hier mitgeholfen haben, den Hügel und das Zentrum zu dominieren. Ein Valentine fehlt noch. Mal wieder gucken, ob ihr irgendwie eine Umrandung reinkriegt. Hinten in der Ecke, da steht, glaube ich, eine Arti. Ah, der ist durchgeflogen. Jetzt bin ich offen. Vielleicht schießt jetzt gleich mal ein Valentine auf mich. Der Valentine hat nämlich gerade geschossen. Hat hier in der Mitte einen rausgenommen. Auch da immer drauf achten, ne? Jetzt hat auch die... Da ist der Valentine, hallo. Da können wir nochmal Schaden reinschmatzen. Ich tausche jetzt einfach mit dem. Und den Kill nehmen wir auch noch mit. Also, dritter Kill. Eine Art, die stand da, die andere wird wahrscheinlich hier hinten stehen. Ah ne, sind schon beide tot. Mein Fehler. Also, zweite Runde, das lief schon deutlich besser. Wir haben erstens mehr Schaden gemacht, als wir Strukturpunkte haben. Wir haben eine zentrale Position besetzt. Das konnten wir natürlich als Top-Tier, selbst wenn ihr Stock seid und eine beschissene Crew habt. Das könnt ihr immer machen. Das waren jetzt hier sportliche 938 Erfahrungen. Und wir haben halt auch noch 3 Kills gemacht. Das heißt, wir können jetzt schon mal gucken, ob wir hier was ausbauen können. Wir wollen vor allem diese Kanone haben. Ihr seht das hier, ne? Das hier ist eine Derp Gun. Das ist hier so eine Howitzer. Wir wollen diese Kanone, die braucht 1800 XP. Wir haben jetzt 1200 gesammelt. Ich werde jetzt hier schon mal die Tracks mir kaufen. Wenn ihr hier diesen Haken setzt, dann verkauft ihr automatisch die alten Tracks, die ihr sowieso nicht mehr braucht. So, und danach können wir dann jetzt hier in Richtung Kanone gehen. Und dann müssen wir erstmal noch diese Kanone freischalten und den Turm. Und dann geht es schon Richtung Churchill. So, also, wir haben die neuen Ketten dabei. Wir haben ein bisschen Erfahrung, schon mal 1% hier auf dem Kommandanten gesammelt. Und ich würde sagen, gar nicht lange schnacken, Körb in den Nacken, weitermachen. Wichtig ist auch, dass ihr, wenn ihr so eine Booster zündet und ihr habt nur einen begrenzten Vorrat, dann legt euch das am besten so, dass ihr die Stunde auch wirklich Zeit habt. Ja, nicht, dass ihr dazwischen irgendwie 30 Anrufe habt, wo ihr immer wieder unterbrechen müsst und ihr verschwendet damit dann quasi eure wertvollen Booster. Dann spielt lieber ohne Booster. Aber die Booster solltet ihr, wie gesagt, wenn ihr nicht viele davon habt, immer dann nutzen, wenn ihr wisst, ihr könnt jetzt auch mal eine Stunde durchzocken. So, es ist im Prinzip die gleiche Karte, nur die andere Seite. Wir sind wieder Top-Tier, das ist natürlich eine sehr faire Nummer. Im Gegnerteam 2 Matilda, in unserem Team 1 Matilda. Bei der Matilda müsst ihr auch wissen, wenn die voll ausgebaut ist und die Leute da eine krasse Crew drauf haben, ist es auch ein Stats-Padder-Tank. Also der Panzer ist wirklich nicht von schlechten Eltern, gerade was die Panzerung angeht. Deswegen ist er im Low-Tier eigentlich auch ganz gut geeignet, um erstmal so erste Schritte zu machen. Also Matilda, jetzt auch nicht ohne Grund, auch ein Panzer, mit dem wir jetzt hier starten und der durchaus vielleicht für den einen oder anderen auch von Interesse sein könnte, wenn ihr euch nicht so schnell nach oben bewegen wollt. Weil dieser Panzer, wie gesagt, zwar arschlangsam ist, aber die Kanone, gerade die große ausgebaute Kanone, aber auch die Panzerung wirklich nicht schlecht sind. Wir machen letztendlich das gleiche, was wir eben gemacht haben. Wir wollen wieder das Zentrum. Wir können mal kurz gucken, dass wir hier einen Schuss mit drauf machen. Wir sind gespottet. Jetzt müssen wir hoffen, dass Hans Tobias nicht auf uns schießt. Ne, dann hat sich den Chihar überlegt. Der erste Kollege aus dem Gegnerteam ist schon gescheitert daran, auf den
Hügel zu fahren. Jetzt kommt da der nächste, der Lago. Da können wir auch drauf schießen, ne? Ihr seht das da, durch den Turm können wir durchschießen. Wenn er da stehen bleiben möchte, mein Turm ist auf jeden Fall hart, seiner nicht. Man muss ihn halt nur treffen. Da steht der nächste Gangster, der in die Schnauze möchte. Also auf der Stufe habt ihr halt auch noch den kernigen Luxus, dass sich die Leute häufig for free anbieten. Und das nutzen wir natürlich gerne aus. Und wir wollen aber dennoch, natürlich, ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich will jetzt hier auch nicht geschoben werden. Kommandantenluke ist halt nur so 50-50. Mit der großen Kanone wäre das safe. Aber mein Team macht das hier wieder gut, ne? Also ihr seht das hier. Unser Team ist gut dabei. Wir flankieren jetzt. Wir können ein paar AP auch opfern. Das war jetzt die Arti. Den können wir rausnehmen. Den können wir in der Seite schießen. Oder in den Turm. Nächster Kill. Das war jetzt natürlich von der Arti 169 fair. Da kommen nochmal 170 rein. Jetzt muss ich schon aufpassen. Weil der Matilda sich jetzt... Ich muss jetzt eigentlich schon umdrehen. Das kann schon meine Runde jetzt gewesen sein, wenn Hans Tobias jetzt hier gleich nochmal auf mich klickt. Na, kommt er schon. Glück gehabt. Ah, es gibt halt Kakerlaken, die euch auch in diesen Stufen das Leben zur Hölle machen wollen. Hans Tobias ist einer davon. So. Jetzt müssen wir hoffen, dass die Matilda da verschwindet. Hier steht ihr wieder Arti-Safe. Ja, da, wo der Valentine steht, steht ihr nicht Arti-Safe. Ich habe versucht, in einem Abwasch hochzukommen. Die Arti hätte dafür leider einmal daneben, oder hätte dafür einmal daneben schießen müssen. Das ist leider nicht passiert. Und die Kollegen von da hinten, die müssten jetzt hier mal auf den Matilda schießen. Ja, die könnten jetzt eigentlich der Matilda hier vorne schon ins Heck schießen. Das wäre recht gut, wenn der jetzt hier mal HP verliert. Ich meine, es sieht alles insgesamt gut aus. Wir werden wahrscheinlich die Runde jetzt hier auch gewinnen. Hinter uns ist ein P26. Den sehe ich jetzt erst. Er hat uns aber noch nicht gesehen, glaube ich. Ich muss jetzt hoffen, dass ich schnell genug drehe. Er sollte uns frontal nicht, wenn ich in dem Winkel stehe, sollte er uns nicht penetrieren können. Aber mit HE splasht er uns an, alles klar. Also. Jetzt wäre es wichtig, dass wir den irgendwie finden. Eigentlich sollte er auch mit seiner kleinen HE keinen Schaden an uns machen, aber das ist eigentlich hätte wenn und aber. Man zieht einfach weiter durch. So, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass er da immer noch steht. Nee. Interessanter Typ auf jeden Fall. Sehr faire Donations hier. Der Medium wird ihn jetzt wohl spotten, jawohl. Also, sehr fairer Typ. Der Sahariano kam jetzt hier noch um die Ecke, aber alles in allem wieder zwei Kills gemacht. 751 Schaden, vielleicht noch ein bisschen was blind gemacht. Und unser Team sollte das jetzt hier im Griff haben. P26 kann ihn jetzt von hinten farmen. Er wird natürlich dabei jetzt gespotzt. Kann sein, dass er vom gegnerischen P26 weggemacht wird. Das war nicht so smart. Ihr habt das gerade ganz gut gesehen. Na, wenn ihr da oben steht und ihr habt klares Schussfeld auf den, da sind wir bei dem Thema, auch das kann man im Low-Tier-Bereich schon anwenden. Sichtmechanik. Warum da stehen bleiben? Er kann ja auch erstmal nochmal 5 Meter nach hinten fahren, bis die Büsche nicht mehr transparent sind. Und dann könnt ihr auf ihn feuern und er spottet euch nicht mal. Ja? Natürlich, wenn er ganz gut ist und schon ein erfahrener Spieler, kann er blind zurückschießen, keine Frage. Aber auch schon in diesen Low-Tier-Situationen euch dazu konditionieren, das Sichtsystem zu gebrauchen.
Also dieser P2640 hätte jetzt hier eiskalt den ganzen Sarajano farmen können, ohne dabei ein einziges Mal aufzugehen. Immer wieder nach vorne fahren, durch den Busch spotten, dann so weit nach hinten fahren, dass der Busch nicht mehr transparent ist, dann feuern und der Gegner wird euch nicht spotten. Also gerade in kniffligen Situationen oder wenn es auf Messers Schneide steht, dann ist das definitiv die bessere Option. Und ihr könnt dann auch noch als Low AP ordentlich Schaden machen. Sei es drum, das vielleicht für euch selber abspeichern, euch da auch immer wieder zu zwingen. Na, weil wenn ihr das im High-Tier-Bereich nicht drauf habt, gebe ich euch Brief und Siegel, ihr werdet aus dem Leben geklatscht. Weil da sind die Leute sogar so gut, dass sie auch schon blind in die Positionen reinschießen, regelmäßig. Und dass sie auch blind zurückschießen. Also wenn ihr da nicht mal das kleine 1x1 des Sichtsystems drauf habt, dann werdet ihr euch sehr, sehr schwer tun. So, wir haben hier wieder 800 Erfahrung gemacht, 799 Schaden. Das heißt, wir haben wieder mehr Schaden gemacht, als wir Strukturpunkte haben. 534 Basiserfahrung passt definitiv. Und damit können wir dann auch direkt in die nächste Runde starten. Wir brauchen für die große Kanone nochmal 900 Erfahrung. Dann können wir hier die große Kanone erforschen. Der Kommandant ist jetzt mittlerweile bei 77%. Also es geht auch da weiter. So, jetzt sind wir mal wieder in der Low-Tier-Situation. Und wenn ihr gar nicht wisst, was ihr tun sollt, dann guckt ihr einfach mal so rum. Ihr könnt ja mittlerweile durch die Kommandantensicht ein bisschen rauszoomen. KV-1, keine Gunmarks. Das mache ich immer. Wenn ich gar keinen Plan habe, dann gucke ich so. T1 Heavy, keine Tarnung, keine Gunmarks. Hier auf dem KV-1 ist wenigstens eine Tarnung drauf. Und ich schließe mich dann gerne meinen Top-Tiers an. Ich bleibe jetzt hier einfach mal den kurzen Moment stehen und guck, wo fährt der KV-1 hin. Den habe ich jetzt so ausgemacht. Als denjenigen, den ich jetzt hier unterstützen möchte. Ja, und der fährt nach rechts. Der T1 Heavy guckt sich auch um. Das ist jetzt nur die Frage, ob er sich umguckt, weil er sich orientieren will. Naja. Also, wir fahren dem KV-1 hinterher. Wir können ja nochmal hier versuchen zu kommunizieren. Okay, das ist nicht gewollt. Wir haben im Gegnerteam Churchill 3, Churchill 1, Matilda Black Prince, Matilda 4. Also wir müssen ein bisschen gucken. Zwei Leute AFK ist natürlich immer nicht so das Traumszenario. Ich würde trotzdem vielleicht mit dem KV-1 mitgehen. Mich da so ein bisschen hinterhalten. Wir haben jetzt den ersten Kollegen verloren im T28, der komplett for free rausgegangen ist. Nicht mal ein Gegner bis jetzt offen gewesen. Stark. So, der T1 Heavy kommt hier auch mit. Die Matilda kommt auch hier noch ran. Also, das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Ja. Der Kollege dann heute noch aufhört, auf Mitspieler zu schießen und seine Energie und seine Munition für die Gegner verwendet. Wäre das gar nicht schlecht. So, Churchill 3 fährt da in die Mitte hoch. Churchill 3, auch ein beliebter Statspadder, Premium Tank. Ja. Ah, ist jetzt mein Panzer genug angeguckt. Also er hat herausgefunden, dass sein Geschütz funktioniert. So, und ihr seht es halt, ne? Mit der Matilda ist man halt extrem lange langsam. Oh, jetzt hier. Das ist so eine Sache, die muss euch auffallen. Da müsstet ihr sofort handeln. Da fährt einfach ein Churchill über die freie Pläne. Vielleicht ist er abgestürzt, man weiß es nicht. Wir werden das überprüfen. So. Hier lade ich jetzt tatsächlich sogar Premium-Munition. Einfach weil ich, wenn wir den raus haben, ist schon mal gut. Also der hat sich auch, das war definitiv kein Statspadder. Das war eher jemand, der vielleicht irgendwo sich heute diesen Panzer gekauft oder gesagt hat, komm, ich guck mal. Mir ist jetzt hier gerade leider während der Aufnahme das System abgeraucht. Und wir hatten jetzt eine Runde, wo ich, ja, sorry an mein Team, wer bei mir im Team war. Ich bin abgestürzt und wir wurden überrannt. Wir sind jetzt bei trotzdem noch 50% Siegrate. Ich würde sagen, wir starten gleich weiter rein. Ich habe meinen Rechner kurz neu gestartet und wir können mit der Aufnahme weitermachen.
Also es war jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja, was soll's. Gucken wir, was wir in der fünften Runde jetzt, wir sind wie gesagt bei 50% Siegrate. Ich glaube, wir hätten die andere Runde auch machen können. Gut, jetzt sind wir hier auf der Karte Lakeville. Wir haben einen relativ guten Infighter. Ja, wir sind extrem langsam. Der ganze Weg bis hin zur Stadt wäre vielleicht ein bisschen lang. Es gibt keine Arti. Und da könnte man jetzt tatsächlich auf die Idee kommen, zu sagen, warum fahren wir eigentlich nicht ins Valley? Vom Valley aus sind wir einigermaßen schnell, wenn wir in der Stadt verlieren sollten, zurück beim Cap. Wir können aber mit unserem Fahrzeug, weil wir 10 Grad Gun Depression haben, ganz gut halt downfighten. Wir brauchen nicht groß Sichtweite. Ich bin normalerweise kein Freund vom Valley, aber in dieser Reihe werden wir das wahrscheinlich noch häufiger erleben, weil die britischen Mediums-Heavies eigentlich immer ganz gut geeignet sind, um Hulldown zu fighten. Ihr seht ja auch, hier kommt eine ganze Schwung voll mit. Wir wollen gucken, dass wir uns hier so clever wie möglich anstellen. Wenn jetzt hier keine Gegner uns entgegenkommen, dann macht nicht den Fehler und kracht hier Richtung Cap durch. Erstens stehen hier hinten auch häufig noch TDs, die ihr nicht sehen könnt. Und zweitens ist der Cap nach hierhin offen. Das heißt, wenn ihr dann da irgendwie versucht zu cappen, werdet ihr komplett im offenen Feld zerschreddert. Deswegen, ihr seht ja auch, es fährt jetzt gar nicht groß was in die Stadt. Das Problem ist halt mit der Matilda auch, ihr seid viel, viel zu langsam. Dann habt ihr hier noch diese krassen Ground-Resistance-Werte auf der Karte. Ihr werdet es auf dieser Stufe auch nicht verhindern können, dass genau das passiert, was da gerade passiert. Dass sich die Leute einfach gnadenlos wegschreddern. Ja, hier scheint vom Gegnerteam aber bis jetzt zumindest noch nicht viel im Valley angekommen zu sein. Wenn das der Fall ist, dann drehen wir gleich wieder um. Weil jetzt hier durch das Valley anzugreifen, wenn die Gegner sich hier vorne nicht präsentieren, also auf kürzere Entfernung, dann macht das recht wenig Sinn. Und es sieht jetzt derzeit danach aus, als wenn die Leute hier nicht vorfahren würden. T28, wenn wir sehen, wo er schon nach oben gefahren ist. Ja, er lässt sich da jetzt auch schon gut einschenken. Wir könnten ihn vielleicht benutzen als ja, so Hulldown-Möglichkeit. Wichtig, wie gesagt, also das, was jetzt hier zum Beispiel auch die Selbstfallerfette 1C macht, das sind halt, das ist halt nicht smart. Und sich hier, wie gesagt, spotten lassen. Auch der Stug wird jetzt gleich tot sein. Jawohl, schön. Aber wir können jetzt hier vielleicht den T28 so nutzen. So. Und jetzt mit unserer Gun Depression, wir sind jetzt offen. Also ich denke, dass dahinter noch ein bisschen was stehen wird. Deswegen einfach vorsichtig sein, die 10 Grad Gun Depression voll ausnutzen. Und dann gucken, was so passiert. Ja, ihr seht das, die Kanone ist zwar nicht dolle, aber es reicht. Der T6 Medium, der scheint gefährlicher für uns zu sein. Wir haben halt auch noch den Stockturm, ne? Das muss kommt dazu. Der ging voll durch ihre Panzerung. So, aber wir haben jetzt hier schon ordentlich gefarmt. Vielleicht mal wieder zugehen. Warten. 10 Sekunden, grob. Wir wissen jetzt, dass dahinter noch was steht. Tilda ist da jetzt nach vorne gekommen. So, den wollen wir eigentlich. Der scheint gefährlich für uns zu sein. Zack. Zack. So, wir sind schon wieder offen. Kurz warten, kurz zugehen. So, ich will jetzt hier auch nicht groß Premium-Munition verballern. So, wir werden wahrscheinlich diese Karte wieder verlieren. Das liegt aber einzig und allein daran, dass sich unser Team dazu entschieden hat,
sich mal wieder geistreicherweise wegzuschmeißen. Die gegnerische Mathilda hat, glaube ich, schon die große Kanone, ist, glaube ich, schon ausgebaut. So, aber wenn... Ihr seht das hier, ich arbeite hier mit Pixeln. So, jetzt können wir von hier oben, glaube ich... schieben einfach uns das hier so zurecht, wie wir das brauchen. Wichtig ist, dass ihr hier halt... Jetzt gucken wir mal, dass wir hier vielleicht ein bisschen mit Premium-Munition arbeiten. Gegen die... Also bei ihnen brauchen wir es nicht. Ich würde ganz gerne auf ihn da unten schießen. Aber er macht es bis jetzt noch ganz brauchbar. Solange meine Mitspieler noch leben... Ich hätte halt gern den tot. So. Jetzt haben wir halt das Problem, dass unsere Mitspieler tot sind. Die Gegner jetzt wahrscheinlich uns pushen werden. Ihr müsst jetzt hier einfach wieder, wir müssen so gut es geht fighten, so viel wie möglich rausholen. Und wir haben noch einen Kill mitgenommen. Also, ihr werdet es nicht verhindern können, dass die Mitspieler sich einfach gnadenlos wegschmeißen. Ja, das ist halt einfach auf dieser Tierstufe noch so. Ihr habt sehr viele unerfahrene Leute dabei, keine Frage. Konzentriert euch erstmal darauf, dass ihr für euch selber den maximalen Effekt habt, dass ihr euren höchstmöglichen Gefechtswert habt und dass ihr vor allem dann auch schaut, dass ihr euch in eine Position bringt, wo ihr mit euren 10 Grad Gun Depression arbeiten könnt. Wenn jetzt hier A-Team-Spiel gewesen wäre, ein oder zwei, dann wäre ich nicht ins Valley gefahren. In dem Szenario habe ich hier meinen größten Gefechtswert gesehen und ich meine mit 1024 Schaden. Das war jetzt nicht verkehrt. Wir haben sogar auch noch 451 Schaden abgewehrt. Alles in allem war das, auch wenn wir jetzt verloren haben, eine brauchbare Runde und uns fehlen gerade mal noch 300 XP für die große Kanone. Und die große Kanone hat dann standardmäßig schon so viel Durchschlag, wie wir jetzt hier auf der Kanone mit Premium-Munition haben. So, und das wäre jetzt hier für mich tatsächlich auch so ein bisschen das erklärte Tagesziel. Jetzt haben wir noch 17 Minuten, dass wir hier versuchen, die große Kanone zu erspielen. Wir sehen jetzt hier auch eine ganze Menge, wie viele Stewards. 1, 2, 3, 4, 5. Lux ist noch dabei. Also wir können jetzt in der Stadt spielen, aber dadurch, dass wir so viele Stewards haben, gehe ich mal davon aus, dass der große Punk auf dem Feld stattfindet. Also wir haben nicht einen einzigen Light. Die Gegner bestehen fast nur aus Lights. Interessant. Interessantes Matchmaking. Aber wir werden uns jetzt der Herausforderung annehmen und dann einfach schauen. Ich denke, hier ist ganz, ganz großes Jodelpotenzial. Aber wir haben halt auch eine gute Panzerung. Das heißt, wir können jetzt hier eventuell den Jodlern den Gar ausmachen. Oh, da ist schon mal der Erste. Ich würde jetzt vielleicht sogar hier unten bleiben. Jetzt auch aufpassen, dass wir hier nicht von der Arti zugesmackt werden. Das Gute ist, dass die Leitfahrer in der Stufe eigentlich keinen Plan haben von dem, was sie da tun. Den ersten Steward haben wir jetzt schon kassiert. Ah, das sah mir jetzt aber so aus, ja, wir werden da oben schon ein paar Leute am Start haben. Und scheinbar
Haben die mit Premium-Munition auch gar kein Problem, mich zu durchschlagen? Das ist jetzt natürlich wieder ärgerlich. Auch weil unser Team so heftig tief gestaffelt ist. Okay, er ist tot. Also es wäre halt schön, wenn entweder die Gegner jetzt da in unsere Leute reinjodeln. Es fehlt jetzt noch ein BT-7 und ein Steward. Also da oben, die Kollegen, die müssen jetzt mal aufrücken. Oh, BT-7. Also ihr seht schon, die beiden Panzer kassieren jetzt hier auch dick. Also es wird hier vorne irgendwo der Steward stehen. In den Büschen. Vielleicht da. Kann man auch mal blind reinschießen einfach. Gucken, wo man aufgeht. Mittlerweile ist ja sechster Sinn für alle vorhanden. Da ist einer. Ist natürlich wieder ein Geschenk. Wenn hier John Boy Superjodel. So, die von da oben müssten den jetzt eigentlich gut kassieren können. Jetzt kommt der nächste hier durch. So, auch den haben wir. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Zweiter Kill. Der eine Steward, glaube ich, der uns hier die ganze Zeit mit APCR zugespammt hat. Das war jetzt der Marder. Der Marder auf Premium-Munition unterwegs, okay. Also ihr seht schon, hier wird auf der Stufe auch No Fucks geben. So, habt ihr gesehen, wo die Arti steht? Da hinten. Einfach mal ein bisschen blind in die Richtung feuern. Wir müssen jetzt aufpassen, ne? Der eine Steward, ich glaube, das ist der gute Steward, der ist noch am Leben. Muss jetzt mal warten, bis der T6 Medium hier nach vorne fährt. Irgendwo hier in dem Bereich wird er wahrscheinlich stehen. Also, mal. So, wir können jetzt gucken, wenn der M6 Medium da nach vorne fährt, dass wir halt, gerade wenn ihr Low HP seid, dass ihr dann immer jemand anders mal vorfahren lasst, ne? Oder ihr wartet halt, bis sich mal jemand anders bewegt. Ah, der Steward steht hier immer noch. Das ist jetzt natürlich mega ärgerlich. Steht hier irgendwo in den Büschen drin. Ja. Also er steht hier. So, man kann jetzt natürlich versuchen, den Leuten das anzupingen. Steward. Aber so, das ist halt auch so eine Sache, ne? Ihr solltet hin und wieder auch mal auf das, wenn ihr tote Mitspieler habt, die schon Dinge anpingen, dann auch mal darauf reagieren. Da dann mal nachschauen. Ich werde das jetzt hier weiter pingen. Nochmal schreiben, da ist er. So, und jetzt dürfen halt nicht alle in den Marder reinfahren und sollten sich jetzt tunlichst darauf konzentrieren, hier den Steward rauszuklatschen. Das sieht nicht gut aus. Ich denke, wir werden das verlieren. Der Steward scheint ein harter Statspadder zu sein. Wird wohl wahrscheinlich auch eine ziemlich starke Crew da drauf haben, so wie es ausschaut. Also es sah mir auf jeden Fall stark danach aus. Und der Rest von meinem Team, der fährt hier gerade blindlings ins Verderben. Das lässt sich dann manchmal nicht verhindern. Aber auch hier wieder, tut was ihr könnt, versucht den Leuten die Informationen zu geben. Und dann sind sie selber dran schuld, wenn sie daraus nichts machen. Und im besten Falle realisieren sie es.
Also da dann auch gar nicht irgendwie anfangen mit Beleidigungen oder was man sonst so mal liest, fucking Bot, deinstall. Gerade hier auf den Stufen werdet ihr sehr viele Anfänger haben, die vielleicht den ersten oder zweiten oder dritten Tag World of Tanks spielen, wo ihr nicht erwarten könnt, dass sie das mitkriegen. Deswegen, und wenn ihr dann selber auch noch Stock seid mit einer 75% Crew, ja, euer Einfluss ist nicht allzu hoch. Die Mitspieler sind vielleicht unerfahren. Trotzdem immer versuchen zu kommunizieren, wenigstens anzupingen, wenn ihr der Meinung seid, ihr wisst, wo die Gegner stehen. Das hat jetzt nicht geklappt, aus offensichtlichen Gründen. Aber trotzdem im nächsten Match dann das gleiche nochmal machen. Also ein bisschen auch dran denken, dass es, wie gesagt, gerade im Dreier-, Vierer-, Fünfer-Bereich sehr viele Leute gibt, die da innerhalb der ersten Woche hingekommen sind. Aber auch wenn man schon einen Monat spielt, ist vieles einfach noch nicht so ganz verständlich. Und dann müsst ihr halt auch damit leben, dass es hier einige Leute gibt, die vielleicht ihrerseits regelmäßig im High-Tier-Bereich auf die Fresse kriegen, die dann sagen, ja, hier im Low-Tier-Bereich, da kann ich auf jeden Fall noch performen, da bin ich besser. Und das kann man ja auch jetzt den Leuten nicht unbedingt verübeln, ne? Wenn sie in bestimmten Bereichen halt eher nicht so gut performen und auch Erfolgserlebnisse haben wollen, dass sie dann halt in dieser Stufe unterwegs sind. Also auch da kommt jetzt natürlich immer drauf an, wenn es jetzt nur darum geht, die Stats nach vorne zu treiben, dann eher nicht. Aber wenn es jetzt auch um den Spielspaß geht, denke ich, dann ist das völlig legitim, dass man da auch mal ein paar Runden im niedrigstufigen Bereich fährt. Also ich bin gar nicht unzufrieden mit meiner Runde. Über 1000 kombiniert, 2 Kills gemacht. Jetzt können wir ja mal gucken. Ja, der Stuart 2000 Schaden. Das ist jetzt zum Beispiel wieder sowas, wo ich denke, 36.000 Gefechte, 57% Siegrate, 4.500, das war eigentlich irgendwie klar, ne? 4.598 Runden auf dem M5A1 Stuart. Das ist dann die Reihenform von Stats Padding. Wenn man sich jetzt mal anguckt, so im 10er-Bereich, da sieht das dann eher überschaubar aus. Da sind kaum gefahrene Runden und wenn, dann laufen die auch nicht so wirklich gut. Also, das kann man auch nicht vermeiden, verhindern. Damit muss man dann einfach leben. Akzeptieren, weitermachen. Wobei halt, wir können ja jetzt schon die große Kanone erforschen. Die bauen wir dann jetzt auch direkt ein, würde ich sagen. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal das große Geschütz. Und das hat nämlich von Haus aus schon 121 Durchschlagskraft und ich würde sagen, da brauchen wir jetzt auch gar keine Premium-Munition. Das belassen wir jetzt und dann machen wir noch eine Runde mit dem großen Geschütz und dann soll es das für heute auch gewesen sein. Jetzt haben wir hier, wir sind wieder Top-Tier, das ist irgendwie relativ schön, dass wir hier die ganze Zeit Top-Tier sein dürfen. Scheint eine gute Zeit zu sein. Jetzt sind wir sogar gegen Dreier Top-Tier. Jetzt würde ich sagen, mit 2 Artis, dass wir definitiv in die Stadt fahren. Einfach weil ihr nicht von der AMX 105 oder von der T82 HMC kassiert werden wollt. Und dann gucken wir einfach mal, wie es in der Stadt läuft. Wir müssen natürlich jetzt auch hoffen, dass hier ein paar Leute mitkommen, dass nicht alle ins Valley fahren, aber das sieht ganz brauchbar aus. Gerade jetzt, ne, wenn ihr dann ins Valley fahrt mit 2 Artis, das ist dann immer ein bisschen Bauchschmerzen. So, T29 ist dabei, Panzer 3E. 3 Leute in die Mitte, jawohl. AMX-40, die arme Sau. Gut, jetzt sind doch mehr Leute ins Valley gefahren, als eigentlich schön ist. Mal ganz kurz gucken, ob wir da hinten... Der ist gerade am Ertrinken. Ihr seht aber, dass die Kanone natürlich deutlich ungenauer geworden ist. Also ihr habt jetzt natürlich nicht so das Premium-Gun-Handling. Aber dafür habt ihr 121 Durchschlagskraft. Das ist jetzt die Frage, kann man auf die Entfernung überhaupt noch was treffen?
Also Gunhandling hat schon hart gelitten. Ja, jetzt kommt auch noch die Matilda. Ich weiß nicht, warum die jetzt da alle in den Teich fahren. Ob da der Schatz im Silbersee ist. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Also, das Gunhandling lässt stark zu wünschen über. Aber gut. Keine Ahnung, was die Kollegen da treiben. Ganz wilde Nummer. Aber auch sowas, ne? Lasst euch davon nicht irritieren, lasst euch davon nicht abhalten. Spielt einfach euer Ding. Versucht halt so schnell wie möglich aus dieser Jauchegrube Lot hier rauszukommen. So, Type 91. Das ist natürlich ein Gegner, mit dem ich gut klarkomme. Panzer 3E. Also, als Top-Tier seid ihr mit der Matilda wirklich auch brauchbar aufgestellt. Ihr braucht halt nur ewig lange dahin. Also. Gleich sind wir da. Kann sich nur noch um eine Stunde handeln. Vielleicht werden unsere Leute auch direkt selber mit dem fertig. Der Panzer 3E sich jetzt auch verabschiedet hat. Sieht sogar so aus, als wenn sie den selber schon klatschen. So, hallo. Ja, groß was zu holen scheint es hier nicht zu geben. Ist natürlich nett, dass die Arti an mir vorbeischießt. Manchmal denkt man sich dann ja, okay, warum bin ich jetzt den ganzen Weg dahin gefahren? Trotzdem, ich würde sagen, immer versuchen, das korrekt zu spielen. Bei Artis lieber in die Stadt fahren. Bei keinen Artis gerne auch ins Valley. Und jetzt können wir hier nochmal ganz kurz schießen. Zack. Die Arti hat das sogar überlebt. Ja, und dann würde ich sagen, sieht das doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir haben schon mal die große Kanone, wir haben die große Kette, jetzt geht es in Richtung großer Turm. Und dann haben wir auch schon bald eigentlich die Matilda durchgespielt. Und ich würde sagen, wir haben in einigen Runden jetzt auch definitiv oder in den meisten Runden mehr Schaden gemacht, als wir Strukturpunkte hatten. Auch wenn wir jetzt ärgerlicherweise eben Ruinberg verloren haben. Dafür gab es jetzt diesen Sieg wieder irgendwie geschenkt, ne? Und dann glaube ich, dass wir jetzt, ja, 50% glaube ich, Siegrate sind wir jetzt unterwegs. Vielleicht, wobei, ich muss gleich nochmal gucken. Aber ich glaube, wir sollten jetzt bei 50% Siegrate sein. Das bedeutet für uns letztendlich, na, wobei, ne, ich glaube, wir sind unter 50%, weil wir noch zwei andere Runden verloren haben. 42%. Nicht ganz. Aber letztendlich, wie gesagt, wir sind mit einer Stock-Crew unterwegs. Wir sind mit einem Stock-Panzer angefangen. Dafür bin ich ehrlicherweise, da sollten eure Ziele auch nicht zu hoch gesteckt sein. Ja, das kann ich hier nur nochmal sagen. Die Ziele können dann gerne sukzessive ansteigen, wenn eure Crew-Level ansteigen und wenn natürlich der Ausbaugrad eures Fahrzeuges dann Elite zum Beispiel erreicht hat. Dann solltet ihr definitiv ein bisschen mehr darauf achten, wie es läuft. Im Moment geht es letztendlich darum, so viel wie möglich aus der Runde rauszuholen. Je mehr Schaden, je mehr Kills ihr macht, umso besser die Runden laufen, umso mehr Erfahrung gibt es. Das sollte euer primärer Anspruch sein. Und dann, wenn ihr irgendwann eine bessere Crew habt, wenn ihr die Panzer irgendwann ausgebaut habt, dann geht's los zu schauen, dass ihr doch deutlich mehr Schaden machen solltet, als ihr Strukturpunkte habt und natürlich auch dann als Top-Tier dementsprechend den Spielen euren Stempel aufdrückt. In dem Sinne würde ich sagen, erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet, wie ihr das findet. Ich bleibe dabei, sollten die Videos unter 30.000 Aufrufe performen oder sagen wir mal 25.000 Aufrufe,
dann mache ich einmal pro Woche, das ziehe ich aber auf jeden Fall durch, einmal pro Woche eine Stunde, wenn die Videos sich deutlich größerer Beliebtheit erfreuen, weil ihr das fleißig teilt etc., dann werde ich auch gegebenenfalls noch ein oder zwei weitere Folgen pro Woche hochladen. Ja, es ist eine ganze Menge Arbeit, dann wirklich eine Stunde Live-Gameplay aufzuzeichnen, zu rendern, zu cutten etc. Deswegen einmal pro Woche auf jeden Fall eine Stunde. Und wenn das Ganze dann doch besser ankommt, als ich vielleicht selber dachte, dann machen wir das noch ein bisschen häufiger. Ich habe auf jeden Fall vor, dieses Ding ohne Premium-Account, Free-to-Play, bis Tier 10 hochzuspielen mit euch, um euch da so ein bisschen auch die einzelnen Karten vorzustellen, die einzelnen Spielstufen und natürlich auch, wie man das am entspanntesten und geschicktesten hinbekommt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!